Komm in meine Arme, hier, meinen starken Arm, komm rein. Ich habe was für dich, oh was Gott, Cooles. Eine ganz große Transformation. Heute die größte Verwandlung, die in deinem Leben jemals bevorstehen wird, wird quasi heute in Kraft treten. Vermutlich, ja. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde nackt sein. Aber ich habe Julia vorher gefragt. Ich habe Julia gefragt, ist es okay? Sie meinte, nein, ist nicht okay. Ach du Scheiße. Es ist nicht euer Ernst. Die Hose haben wir ein bisschen länger gelassen. Oh, das ist darf ich es anfassen? Du darfst anfassen. Du darfst auch danach mitnehmen. Cool, ja, das ist Dreams Coming True. Ich habe sogar mit weniger gerechnet, muss ich sagen. Ach, echt jetzt? Ja. Luca? Ich dachte, es wird wesentlich nackter. Ja? Es ist so, wie wenn du verhandelst bei Immobilien, kennst du, ne? Dann sagst du, ja, ich mache 1 Million. Dann sagen, ja, okay, machen wir. Scheiße, Alter, ich hätte weniger sagen sollen. Und du kriegst ja noch Tattoos und so weiter. Aber du wirst dich noch nicht sehen heute, ne? Ach so, ich soll das anziehen und ihr seht mich alle, aber ich sehe mich nicht, oder was? Du sollst dich nämlich erst sehen, wenn du fertig geschminkt bist. Also komplett fertig, so kurz vor Dreh. Ja, da wird noch Zeit sein, dass du dann einmal auf Klo gehen kannst. Und was, wenn ich es scheiße finde? Nein, du bist es. Ja, dann haben wir. Sei Pech gehabt! Du, ist okay, ich zieh das jetzt einfach an. Oha! Alter, krass! Boah, ich kenne Julia schon so lange und das so zu sehen. Es sieht krass aus auf jeden Fall. Ja, okay. Was heißt das jetzt? Das sieht mega krass gut aus. Wir zeigen dich aber noch nicht in der Kamera. Okay, also sehen die Zuschauer genauso wenig wie ich. Wie fühlt sich das an? Keine Ahnung. Ich finde ganz cool, aber ich. Scheiße, ich bin nicht so klar, ey. Ey, was macht ihr? Ohne Spaß. Ey, das wird. Nicht für. You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around's gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the box in my pocket. Also ich weiß, dass Bella Poarch Flügel auf dem Rücken hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich das bekomme. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ihr die irgendwie verhunzt. Der sieht sehr krass aus. Weil ich darf ja nicht sehen, was ich kriege. Mir hat das niemand gezeigt. Wir haben hier einen Profi, der ausnahmsweise mal nur mit seinem Stift tätowiert. So ein großer Pimmel. Ah, geil! Du bist hier aus Aachen, ne? Genau, also ich habe meinen Laden in Eigeshoven in Holland, direkt über die Grenze. Wenn ihr euch gefällt, was ich gemacht habe, wenn ihr mich besuchen wollt, auf meinem Instagram, den Tätowierer seit 15 Jahren. Ich habe vor, ich mit so richtig vielen Tattoos. Das wäre irgendwie cool. Manchmal habe ich auch Bock drauf, aber das kann ich nicht machen. Krieg ich keine Rolle mehr. Boah, Alter, heftig. Was ist hier los? Ey, es sieht so heftig aus, Julia. Ich kann dich nicht mehr ohne Tattoos akzeptieren, ne? Ich würde sagen, wenn es mir gefällt, lass ich es einfach drüber stechen. Ich habe es schon angekündigt, dass Julia vor ihrer größten drastischen Veränderung stehen wird in ihrem Leben. Die größte Veränderung ihres Lebens, ja, die größte Transformation ihres Lebens. Aber das, was ich jetzt gerade sehe, ist doch größer, als ich dachte. Also sehr heftig aus. Krasse Verwandlung. Krasse Verwandlung. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es aussieht. Aber es ist noch nicht fertig. Da kommt noch was. Ach, du willst es schon zeigen? Nicht? Soll ich noch nicht zeigen? Alle sehen es, außer ich. Du darfst noch nicht sehen. Ja, okay. Okay, dann zeigen wir mal den Stand von jetzt. Liebe Freunde. Hi. Was ich auch los? Sitze. Bella Beautics wurde geboren. Wenn ihr schwarze Haare stehen? So auf, also ich glaube nicht. Ich kann mir mich mit schwarzen Haaren wirklich gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, das wird total albern aussehen. Nee, das wird cool aussehen. Ihr kennt doch noch das Juck mich nicht Video, wo Ju und Julia sich drüber unterhalten haben. Stimmt. Wenn du sagst, es sieht viel besser aus. Das sieht krass aus. Weil ich kann dann nie wieder zurückgehen. Ja, es sieht krass aus. Wenn es scheiße aussieht, dann bin ich weg, ne? Ein Foto, wo er mich schwarzhaarig gemacht hat, wo er auch meinte, ich soll mich schwarze Haare färben. Genau. Aber das waren ja Fotos. Don't do it, it's not worth it. Ich fühle mich auf jeden Fall definitiv nicht selbst. Was wir hier gerade sehen, ist ein sehr renommierter Hollywood-Action-Koordinator und zwar namens Vidan, der hier gerade eine Choreo baut mit Leuten, die noch nie gekämpft haben. Und am Ende wird es trotzdem aussehen, wie als würde gekämpft. Beziehungsweise nicht richtig Kampf, ne? Love Mode in dieser Szene läuft einfach durch den Gang und haut so ein paar Leute weg, aber das muss auch gut aussehen, ne? Das ist, manchmal wird es überschätzt so, ah, wegfliegen oder getroffen werden, das kann ich. Aber das stimmt nicht, das sieht meistens dann immer ziemlich scheiße aus, wenn man es gar nicht kann. Ja, wenn man so Vidan so ein bisschen beobachtet, merkt man halt, wie sein Kopf tickt. Er ist super schnell, man sieht alles schon durch die Kamera, sieht auch alles direkt im Schnitt, also ein richtiger, wie sagt man heutzutage? Remaker. Also deine Bewegung wird eigentlich nur so sein. Du machst so richtig einen Regenbogen. Und hier, unten steckst du raus und machst sie so, verlängerst sie. Genau. Und umso mehr du es locker lässt in den Arm und schwingst,
desto stärker sitzen aus. Ja, genau. Wie so, wie als würdest du jemanden in Backpfeife geben wollen. Okay. Okay? 3, 2, 1, Action! Und Schlag! Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Also, als du mir hinläufst, kommt rein, oh, das sieht jetzt. Ne? Ah, okay. Dann kannst du ihn packen und dann ziehst du ihn runter. Du musst aber die Energie machen. Du wirst es ziehen, okay? Okay. 3, 2, Action, zack. Und ja, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann so. Wenn ich hier schlage, ich sag, das ist ein Mist. 3, 2, Action. Dann siehst du das im Loch, ne? Ja. Wenn ich so mache. Ah, okay. Dann sehen wir es, ja. Bam, das ist kurz, okay? Ein bisschen größer. Zack, zack, zack. Ja, schön. Das ist okay. Das ist cool. So, wir legen los mit den schwarzen Haaren. Noch sind es die unechten Zöpfe und gleich wird auch gefärbt. Mit Spielglück. Hast du schon, das klappt. Klingt nach Spiel, Spaß und Abenteuer. Mit dir immer, ne? Aber keine Angst, das ist auch für Luca das erste Mal. Also, super. Guck mal, ich will ja den Ansatz aussparen, das heißt, du müsstest das bis hier halten. Ja. Dann sprühe ich das hier. Wow. Boah, stinkt das! Das riecht, ich wollte gerade sagen, das riecht aber gut! Wow. Boah, das geht aber nie wieder ab, oder? Boah, du! Wieder viel besser so mit Papier im Gesicht. Boah. Ey, wenn jetzt noch Bella Porch darauf reagiert, ey, wir schicken dir, wir spammen die voll damit. Ich muss das sehen. There's no fucking way. Der Loveboard wird jetzt gleich hier hinkommen, so, sich umdrehen, das Ding so rausreißen, dahinter sieht's geil aus. Alle Bock? Ja! Hallo Leute! Okay, set und 3, 2, 1, Action! Alles gut? Okay, du bist jetzt am Anfang. Du bist auf 1 schon anfangen zu reagieren, okay? Also auch spielen. Okay, ihr müsst vorstellen, ist überall Alarm, Alarm, okay? Also alle seid panisch schon. Und 3, 2, 1, Action! Gucken! Nice. Ja, gut. Okay, ja, geil. Sehr, sehr schön. Ich sehe einfach, wie dieses junge Mädchen Julia, die ich schon so wirklich gefühlt mein Leben lang kenne, einfach zu einer erwachsenen Frau jetzt mittlerweile wird. Weil in meiner Vorstellung alle erwachsenen Frauen halt so aussehen. Ich will es jetzt eigentlich schon sehen. Die Situation ist folgendermaßen. Julia ist jetzt fertig. Punkt. Bella Beauty ist fertig, aber sie hat sich selber noch nicht gesehen. Also ich meine, ich sehe ja irgendwie was, ne? Aber ich habe es halt nicht im Gesamten gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade aussehe. Ich weiß nicht, ob ich es sehen will. Hilfe! Oh Gott. Was? Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Ja, unglaublich. Aber irgendwie auch nicht. Aber auch krass, oder? Es ist heftig. Es gefällt dir schon, oder? Ich finde es schon cool. Yeah. Schick deiner Mama ein Foto und sag, es tut mir leid, Mama. Gott. Ja, ehrlich. Ja, lass machen. Das darf sie niemals sehen. Nee, können wir nicht machen jetzt. Oh mein Gott, ist das cool. Oh. Boah, ey, du. Ja. Soll ich Tattoos haben? Scheiße. Du willst Tattoos haben. Ey, ich organisiere dir, dass du voll tätowiert bist. Aber dann mögen nicht meine Eltern. Nee, meine Eltern. Hey, deine Eltern. Ja, meine Eltern schmeißen mich raus. Aber nehmen mich dafür auch. Ja, weil du ja weniger Tattoos hast. Ja. Ey, heftig. Das sieht halt, das steht dir halt auch schon echt gut, ne? Schwarze Haare, ja? Schwarze Haare, Tattoos, so ey, bad. Ich geh Karneval als Bella Porch. Ey, ohne Witz, ach, ohne Scheiße. Jones. Und jetzt drehen wir noch ein Musikvideo, ey. Ach ja, da war jetzt was. Boah. Crazy. Wir dachten schon, die guckt so rein und sagt, wir müssen Dreh abbrechen. Nee, sorry Leute, so geh ich nicht raus. Ey, aber meiner Mutter könnte ich jetzt echt kein Bild schicken. Ja. Die wird ein Herzinfarkt kriegen. Meinst du? Ja. Nee. Nee. Nicht strafen und so, das geht doch nicht. Dann mach ein Foto für dich so. Schick das jetzt in die Familiengruppe. In die Familiengruppe? Also noch schlimmer. Was schreibe ich denn jetzt dazu? Ey, die entfernen mich gleich einfach. Bitte so kommentarlos. Du wurdest aus dieser Gruppe entfernt. Julias Vater sagt, mein Papa sagt, ich sehe aus wie er. Wenn du sie was, die was du. Also irgendwo verstehe ich, was er meint. Der Papa halt, ne? So sind Papas. Nee. Genau. Warum schlage ich mich hier eigentlich bei euren Videos? Man muss ja auch so eine Kampfszene machen. Ach so, ja. Was zu verarbeiten. Ja, muss man verarbeiten. Okay. Dann machen wir das so. Geil, das heißt, Lichtsituation, was denkst du? Also eigentlich wollte ich hier bei dem, was wir auch machen, sehen eigentlich ganz deutlich. Das Backlights, das ist halt ganz Practical, das ist das Rote nur. Da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, das Türkise. Ja. Also ein Top von oben Toplight. Und dann könnt ihr dem auf den Keylight einen Skin Tone für vorne Gesicht halten. Das heißt, ihr müsstet halt immer von vorne, wie ihr es auch schon gemacht hast. Und da habt ihr euch den Skin Tone immer beibehalten. Dann sieht euch ganz gut aus. So anfangen, ja.
6, 7, 8. 1, 2. Kannst du dich umgucken, wo bist du? Na, bei E. Ah ja, gut. Okay. Du versuchst ja. Dann. Versuch's mit deinem IQ, die ganze Kurs jetzt. Hör mal zu, du bist verflucht. Sehr klug und zu verschont. Julia, kannst am Ende einfach nur mal so machen, so tun. Nur für den Schiff. Während dem letzten. Lass mich dich neu programmen. Okay. Und go! Hör mal zu, du bist verflucht. Sehr klug und zu verschont. Du bist verflucht. Was für ein Letzter bist du denn da? Zwei! Ja, Hammer. War die Stärke da überall? Super. Wir machen so. Ach, in den Hals. Umdrehen. Könntest du dich so ein bisschen geil. Darüber? Machst du noch so ein so quasi, als ob du über ihre Schulter. Ja, ist auch geil. Ja. Was haltet ihr davon? Ja, ist eine Julia, kannst du noch mal gegen das machen? Lass mich dich mal programmieren. Julia? Ja. Wenn wir jetzt die Leute fragen, schwarz oder blond? Was meinst du? Was würden die Leute jetzt in die Kommentare schreiben? Jetzt gerade? Mhm. Boah, ich glaube, ich selber würde jetzt gerade sogar auch schwarz in die Kommentare schreiben. Ich finde es gerade richtig cool. Ja. Okay, ja, dann schreib mal rein. Schwarz, blond oder pink? Pink? Hier stark. So, hier wird gerade der nächste sehr aufwendige Shot geplant. Ein Mannequin-Shot. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Time Freeze, Kamerafahrt. Alle bereit? Kamera läuft! Und go! Ja, Musik. Nice try. Ihr steht alle cool, sehr cool. Sobald die Musik losgeht, natürlich gar nicht mehr bewegen. Am besten nicht mehr blinzeln. Und still halten. Musik. Kamera läuft! 5, 6, 7. Du bist ein KI und das kann nur immer dich auf die Sport die Ressourcen und die Energie. Okay, wir können machen. Alle bereit? Ja. Laufen. Und go. Du bist ein KI und das kann Empathie. Ich sag dir, spar die Ressourcen und die Energie. Muss ich ein bisschen wieder aushauen, ne? Tu mal, das ist zu kicken. Aber so richtig so. Was ist das? Also, so, dann katzen wir im Korridor. Also, nee, das ist ja hier. Das ist ja hier, ne? Genau. Ja. Dann. Ach so, der Stick wieder rausgerissen wird, gehauen wird, wie auch immer. Halt mal den Stick hier drin. Hier wird es anfangen, richtig? Dann push die Kamera. Boom. Kannst du reingucken. Okay, warte. Oh, hier kannst du rein. Dann kann ich hier da rausgehen. Rein push den machen. Dann ist der Kick schon verkauft. Oder wir machen Jump Cuts. Ja genau, würde ich sagen. Wir können Jump Cuts machen. Ja. Können das so machen. Boom, Close-Up Hand. Und dann Close-Up und Kick. Ja. Dann geht er raus. Also Hard Cuts. Ja. Bam, bam, bam. Ja. Also wäre das genau diese Einstellung hier? Ja, erstmal so 1, 2, 3 und dann bam, sind wir im Korridor. Also erstmal nur fassen, ja? Nicht drehen. Genau. Okay. So richtig schön greifen. Okay. 3, 2, 1, Action! Okay, Reset. 3, 2, 1, Action! Ja, okay. Ja, das ist aber geil. 3, 2, 1, Action! Oh, geil. Sah gut aus? Ja. 3, 2, 1, Action! Okay, set. Und 3, 2, 1, Action! Ist dir bewusst, dass du jetzt geschlagen wirst? Ja, hab ich schon mitbekommen. Chor und Vidan machen jetzt gerade hier eine kleine Kampfchoreo für Julia. Und die sind so schnell. Zack, das ist jetzt Zeit. Also, Dinge, ne? Guckst du nur an. Sobald du runtergehst, machst du das große Sieg, damit du anpacken kannst. Ah, ne? Also, du spielst das so. Das ist zack, 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 schön, zack. Sehr gut. Schulter locker, Schulter locker, genau. Wichtig ist für euch beide, ja, wenn ihr alle Bewegungen macht. Achtet darauf, dass ihr rechte Schulter und linke Schulter ein bisschen mehr Spiel habt, okay? Ich gehe rechte Schulter zurück, dann weiche ich aus. Dann block ich vorher. Immer in dem Spiel. Und ich gehe auch dabei immer zurück. Ich gehe immer zurück, okay? Dann versuche mit der rechten Schulter und wechsle mit der linken Schulter zu dahin. Genau. Okay. Ja, perfekt. Okay, set. Und 3, 2, 1, Action! Dann du musst ein bisschen mehr da bleiben. Achtet darauf, dass hier. Ja, oder wollen wir den andersrum machen? Hier müsstest du eigentlich nur runtergehen. Ja, mehr runter. Also wenn du hier bist, dass du schwingst, dass du da runter gehst.
Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass heute auf jeden Fall ein langer Tag sein wird, weil wir haben einfach 70 verschiedene Einstellungen. Eigentlich schaffen wir immer nur so 50 Einstellungen am Tag. Jetzt haben wir das Musikvideo aber dann doch ein bisschen mehr überschätzt und ich glaube, wir sind dann schon noch bei 75, 77, 78. Und ihr müsst euch mal vorstellen, eine Einstellung heißt eine Perspektive, das heißt auch neues Licht setzen, das heißt auch nochmal Make-up retouchen, alles setten. Das heißt, das ist eine Einstellung gewesen. Und das braucht ja auch manchmal 20 Takes, ne? Wenn man auf Wilkai filmt, dann ein One-Taker, One-Take-Wonder, Bruder, I got you. Guck, der John, guck, wie heiß er ist. Aber es sieht krass aus. Julia und Funda, die haben ja noch nie gekämpft, aber es sieht so geil aus. Action! Hey, geil. Okay, so? Das ist geil. Okay. Wie dann war mein damaliger Meister in Tricking und Fotografie, hast du mich auch reingebracht und so weiter. Und was sagst du zu Julia und Funda? Hey, hat mega Bock gemacht. Ja. Also mega, super Talent und für die kurze Zeit haben sie sehr schnell auch aufgefasst. Ja. Set sieht super geil aus. Stimmung, das Team ist geil. Ja. Hey, hat Bock gemacht. Ey, mega cool. Ja, gut. Danke. Ja, klar. Ey, wenn ihr euch für Vidan interessiert, was er noch gemacht hat, alles da unten verlinkt. In der Videobeschreibung einfach mal abchecken. Das ist krass auf jeden Fall, ja. Ihr habt ja auch Profis zusammen gemacht schon. Ja, History. History. Wir können mal hier ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Vielen Dank! So, das ist der letzte Shot. Julia ist unser Martini für heute. Und boah. Ey. Hammer. 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 Wie war's? Geil. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Oh, hart anstrengend. Wie war's gestern als Bella Porsche? Schon richtig geil. Ja, geil. Ja, schon ne? Ganz toll. Mhm. Ich war auch gerade ein bisschen traurig, als sie gesagt haben, sie ist abgedreht. Du hast ein richtig krass TikTok gedreht. Willst du zeigen? Ja, zeig nochmal. Aber zeig dich in die Kamera. Die Leute dürfen es ja nicht sehen. Nee, die Leute müssen auf Julias TikTok gehen, ne? Ja. Krass, Alter. Das ist echt krass. Voll, ey. Boah, ich würde so gern hochladen jetzt schon. Das regt mich so auf. Boah, Alter, wir machen eine richtige Tattoo-Reihe mit Julia. So warm, das mit Tätowieren und so weiter. Direkt in Narkose. Oh Gott, dann tätowierst du mich, ich tätowier dich. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht.